Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, ich würde sagen, Roomtour oder so Führung über unser Grundstück, also meins und Mika seins, haben wir auf dem Buildhive-Server. Und ja, ich würde sagen, dann legen wir gleich mal los. Willkommen in Narnia. Dann gehen wir mal runter. Ja, und das war auch schon Narnia. Ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder hoch. gut. Dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt erstmal. Also hier ist unser Wald, da holzen wir immer und so. Wir allen Holzfäller. Hier ein paar Melonen. Ja. Dann gehen wir gleich mal zu meinem Haus. Mixhaus muss ich mir selbst mal angucken. Das hier ist mein Haus. Iggy's Castle. Also Mick ist gerade der Kameramann, falls da wirklich Leute dabei sind, die unseren Channel schon so lange verfolgen, dass sie wissen, wer das ist. Hier habe ich ein paar Druckplatten hin. Alles ganz fesch. Komm rein. Und ja, ich zocke ja noch nicht so lange Minecraft. Mick ist ja schon der Übersuchti und das Einzige, was ich wirklich kann, ist so Futter sammeln und anbauen. Und darum dreht sich eigentlich auch die ganze Zeit nur in meinem Haus. Also hier 10 Milliarden Truhen, wo ich irgendwie Essen und Werkzeuge und sonst was rein habe. Hä, warum läufst du so hässlich? Das sieht voll scheiße aus. Okay. Ja, hier sieht man auch gleich, dass mein Porno-Keller. Wir können auch gleich, wir können auch gleich runtergehen. Also hier hinten ist meine Milf-Sammlung. nee, natürlich nicht. Hier alles ganz fesch gemacht. Paar da feiert es sich heimlich. Paar Kartoffeln habe ich gebaut. also, komm mal mit. Hier hinten, ich weiß auch nicht, was los ist. Da waren mal voll viele Melonen. Jetzt wächst nur noch diese eine. Melonen, Alter, feier ich diese. Ja, also, ich wachse ganz viele Melonen in meinem Porno-Keller. Ah, gut, hier ist, hier habe ich ein bisschen Weizen angebaut, oder wie das Zeug heißt. Und hier lagere ich ein bisschen Zeug in den Kisten. Hier habe ich mir schön fesch viele Öfen hingestellt, damit ich die gleich verkohlen kann zu Ofenkartoffeln. Und ja, Kartoffeln. Gut, dann gehen wir, würde ich mal sagen. Mein Haus hat 4 Stockwerke unten im Keller. Fail. Würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Gut, hier wieder 1 Milliarde Kisten. Hier die fesche Treppe. Alles aus Kobbel gemacht. Wir haben Kobbelgenerator da stehen. Oder ein Kobbel, was weiß ich. Wieder 1 Milliarde Kisten. Hier kann man auch so auf so einen kleinen Balkon gehen mal. Habe ich in jedem Stockwerk, an jedem Eck einen gemacht. Sieht eigentlich alles ganz fesch aus. Ja, hier hinten sieht man auch nochmal Mixhaus. Gehe ich auch gleich rein. Und ja, hier haben wir meinen Balkon. Mein Balkon, schön mit Bänken. Bisschen Holz. Alter, du bückst dich immer so hässlich. Du musst mir mal sagen, was es ist nach der Aufnahme. Gut. Dann geht's hier oben weiter. Auch wieder eine fesche Treppe. Wisst nicht, wie lange ich mit Mick gebraucht habe, um die Holzstämme alle so hinzusetzen, dass die nach oben gucken. Oh, sieht richtig geil aus. Hier habe ich dann mal einen größeren Balkon gemacht. Sieht man auch noch mal Mixhaus. Alles ganz fesch gemacht. Hab ich ewig gebraucht, aber ich habe am Wochenende gesuchtet, sage ich euch. Wir haben jetzt auch die Deutschprüfung gemacht und nächste Woche ist dann ganz vorbei mit den Prüfungen. Da sind wir dann auch wieder aktiver dabei auf unserem Channel. Ja, hier wieder 4 Balkonse. Komm hoch. Ja. Hier haben wir dann auch das 4. und letzte Stockwerk. Hier nochmal eine ganz schöne Aussicht auf unsere nicht vorhandenen Nachbargrundstücke. Und ja, dann habe ich hier oben noch was hingemacht. Ja, genau, hier habe ich so einen ferschen Balkon. Fersche Falltüren. Komm runter. Ah, Hilfe, ich bin's allein. Ah, da ist er ja. Gut, würde ich mal sagen, hier im 3. Stockwerk haben wir die Brücke gemacht, also Brücke zu Mix Haus, das er gebaut hat. Die hat er gemacht hauptsächlich. Ich finde sie fair, hast du gut gemacht. Balkon. Nochmal Balkon. Komm, wir gehen mal raus.
Also ich muss sagen, das hast du echt geil gemacht. Hier die Schilder so als Armlehne. Herrliche Aussicht. Ja. Gut. Hier soll es vielleicht noch was hinmachen. Ich habe Höhenangst. Dann gehen wir mal runter. Hier haben wir dein zweites Stockwerk. Aha. Ah, Fash. Wie gesagt, ich weiß noch voll wenig über Minecraft. Das bringt dir mir alles, bringt mir Mick alles bei. Wir fangen ja demnächst auch an mit einem neuen Minecraft-Projekt, wo wir dann mit ein paar Kumpels zocken und was aufbauen auf einem Hex-Server. So viel sage ich jetzt schon mal. Damit uns nicht die Abonnenten flöten gehen. Ups, bin runtergefallen. Komm. Ja, hier haben wir das Erdgeschoss. Alles ganz fesch gemacht. Kann jetzt nicht zu viel sagen. Mick kennt sich ein bisschen besser aus. Sieht man daran, dass er nicht 10 Milliarden Kisten und sonst nichts hat wie ich. Hier haben wir wieder den Melonenkeller. Gut, ja, das sieht natürlich alles profihafter aus. Ich klaue dir mal deine Kartoffeln. Vielen Dank. Da guckt er mich an. Warte, ich setze wieder welche hin. So. Da ist er aggro. Gut. Lol. Das muss ich mir merken. Das ist ja eine geile Idee. Kisten im Boden. Lol. Gut, das mache ich auch mal so. Muss ich mir merken. Schönes Türchen auf. Komm mit. Ja. Das war's dann jetzt eigentlich schon mit Mick sein Haus. Sehen wir, sind auch schon bei 6,5 Minuten. Alter, geht das ab. Und hier haben wir, das hat auch ewig gedauert, einen Zaun rund um unser Grundstück gemacht. Ja, ich hatte einen Fail gehabt und hatte dann, ich hatte so Holz wie sein Haus. Aber dann habe ich, also ich habe ja das Hannibal Texture Pack des Gronkh, das hatte ich zum ersten Mal bei dem gesehen. Ich finde es super fesch. Und da sehen halt die anderen Stämme, die ich jetzt habe, viel geiler aus drauf. Und da habe ich einfach mal alle Stämme ausgetauscht und die drauf gemacht. Und da hatten wir dann ganz viele Stämme übrig und haben dann einfach diesen Zaun draus geklöppelt. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier unsere Grundstücktour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.